Herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe von Major Dom's Barbecue mit Gast. Passend dazu heute zwei Gäste. Und zwar den Thorsten von Barbecue aus Mörs und den Guido von Doc Wahnsinn Barbecue. Was die zwei so zaubern, haben wir euch einer Matt zusammengestellt und dann sehen wir uns gleich drüben. Hi Thorsten. Ja. Hi Guido. Schön, dass ihr da seid. Und wir zaubern heute zusammen, grob gesagt, Fisch und Fleisch. Was heißt das genau? Fangen wir mal mit Fisch an, Thorsten. Ja, Fisch. Wir haben hier einen afrikanischen Lobsterschwanz, 600 Gramm schwer. Eine absolute Delikatesse. Den werden wir heute mit dreierlei Dips, werden wir den heute zubereiten. Dazu ein paar leckere Buns und Subs von der Burger Buns Bakery. Mhm. Ne, die werden wir dann dazu so ein bisschen so zum Naschen und zum Dippen nutzen. Und dazu eine Cocktailsoße, die wir hier aus den Zutaten von Walsdorf Gourmet aus Mörs machen. Ne, und dann schauen wir mal weiter. Fleisch, Guido? Fleisch. Da? Okay. Ich habe mal ein paar Flanksteaks mitgebracht und noch ein schönes Porterhaus. Eins von den Flanks habe ich vorher noch mariniert, da erzähle ich aber gerne später was zu. Dann habe ich noch schnell für uns einen Coleslaw gemacht, allerdings mal in Rot. Okay. Und dann werden wir uns noch ein bisschen was einfallen lassen. Vielleicht noch ein bisschen Parmigiano dabei und Kreativität ist keine Grenze. Ne? Bisschen, worauf wir Spaß und Bock haben. Und deshalb würde ich sagen, starten wir los. Auf zu den Stationen. Du bist heute der Fleischmann, Fischmann. Ich mache wie immer nichts und los geht's. So Guido. Was meckst denn da? Was ist dein erster Schritt? Hier kommt jetzt das Highlight des Tages. Ich werde ein bisschen Knoblauchöl fertig machen, damit wir das nachher schön über den Fisch träufeln bzw. über den Lobster träufeln. Muss man schon sagen, das ist das Schwierigste heute. Ne? Ich glaube ja. Deshalb also bin ich mal gespannt. Herausforderung nehme ich gerne an. Ein bisschen Spaß beiseite. Richtig. Meins einfach wirklich Knoblauch klein, Olivenöl und genau. Schmecken das mit Salz. Ein bisschen Salz dazu und fertig. Das war schon die ganze Kunst. Ja, cool. Sei mir nicht böse. Dann gehe ich jetzt lieber zum Thorsten. Ach denn so, da das gibt's reizt dich jetzt nicht so, was? So, da bin ich jetzt beim Thorsten angekommen. Du zeigst mir nämlich jetzt ein Hausrezept von der Cocktailsoße. Ganz einfaches Rezept, schnell selbst gemacht. Sollen wir loslegen? Komm ich hau mal rein. Erstmal Walsdorf Gourmet, ne? Mörser Mayonnaise vom Feinsten. Da nimmt er mal einen kräftigen Schuss, ne? Also so, dass das halt auch richtig schön schmeckt. Die normale Pommesportion halt. Ja, aber nur wenn du wenig Pommes hast. Ja, so, dann hier noch so ein bisschen griechischen Joghurt. Mhm. Großen schönen Schwung da drauf. Ja. Und dann, naja, ein bisschen ganz normalen Tomatenketchup für die Farbe. Ne? Mhm. Und wie du siehst, da kann noch was rein. Also zwei schöne Schübe. Also da gehst du dann auch ein bisschen so nach Optik. Optik und Gefühl. Und ja. Nachher Geschmack. Ne? Mhm. So, einfach schön ein bisschen verrühren. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer, frisch gemahlen. Ja. Neuen Pfeffer-Symphonie von Pfeffer, damit wir noch ein bisschen Werbung platziert kriegen. Nehme ich auch. Ne? Kennen ja. Sie schon. Ja. Sehr gut. Ne? Einfach schön ein bisschen verrühren. So, und ich sag mal so, der Geschmack ist ja jetzt, sage ich mal, doch relativ überschwänglich. Ne? Also muss da noch ein kleiner Pfiff rein. Aha. Und für den kleinen Pfiff, liebe Leute, einfach einen schönen Cognac, Weinbrand, was auch immer. Ne, auch mal schön ordentlich drauf, ne, weil es soll ja nachher auch ordentlich schön schmecken. Ne? So. Und dann wird das Ganze verrührt, das stellen wir dann gleich noch ein bisschen schön kalt. Ja. Ne, und dann können wir auch entsprechend den dann für den Lobster nehmen. Würdest du jetzt sagen, das ist generell eine Soße für Fisch oder wofür verwendet ihr die sonst auch noch? Also wir haben die tatsächlich in der Regel für Krustentiere und... Ja. Da haben wir den also wirklich als Allrounder. Die geht das ganze Jahr über, geht die. Probieren wir mal. Mhm. Also den hättest du, schmeckst du schon. Guck mal hier, hier haben wir auch noch einen für dich. Mhm. Kannst du auch mal probieren. Dann gucken wir mal ganz einfach, wie sie geht oder wie sie nicht geht. Die geht gut. Ja? Läuft, ne? Ja. Oh, ja, jetzt. Ja. Soll ja auch oh. Definitiv, ne? Lobster mit Schwips. Gibt Geschmack ab. Sehr definitiv. Cool. Alles klar, Leute. Schnelle Nummer. Rein. Weiter geht's. Jetzt kommen wir zum für mich fast interessantesten Teil heute, weil neu Lobster Tail.
Habe ich noch nie probiert, bin aber riesen Krustentier-Fan, also sehr gespannt drauf. Erzähl mir mal was bitte. Ja, also hier haben wir wirklich eine absolute Schönheit. Das ist ein südafrikanischer Lobsterschwanz, Monster Lobster. Also normalerweise sind die bei weitem nicht so groß, also es ist ein Riesenteil. Absolute Premium-Qualität, extra für heute hier wirklich bestellt. Und da muss man sagen, hier ist die Qualität wirklich wichtig. Also es gibt viele kleine, gibt sie von Tristan und. Die sind auch sehr, sehr lecker, aber ich stehe tatsächlich, ne, big is beautiful, ne? Da bin ich jetzt bei dir. Ne, also wirklich ganz hervorragend und die sind super einfach zuzubereiten. Mhm. Im Endeffekt gehen wir jetzt hin, verpassen den hier einen Schnitt. Ja, bei den ganz großen mache ich das so, dass ich einmal hier die Schale öffne. Ja, und dann sieht man, hier muss man ein bisschen Kraft aufwenden. Und kann den dann hier einmal so ein bisschen aufziehen, ne, dass er einfach nur ein bisschen Luft bekommt. Aha. Und also wir holen ihn nicht komplett da raus? Nein, auf gar keinen Fall. Wir öffnen den nur ein bisschen und der wird jetzt gleich auf dieser Seite wird er als erstes gegrillt, ja, damit er ein bisschen Temperatur zieht. Und danach legen wir den wieder auf diese Seite und dann messen wir nachher hier hinten schön im großen Fleisch. Also man sieht wirklich, das ist ein Prachtstück. Ja. Ne? Den ziehen wir auf 58 Grad. Mhm. Ja, Kerntemperatur und danach ist er auch schon fertig. Nicht salzen, nicht pfeffern, gar nichts. Die stehen einfach für sich perfekt und dann haben wir ja gleich die entsprechenden Dips und Soßen. Ja. Damit können wir dann auch noch den Geschmack noch ein bisschen pimpen und nach oben bringen. Hier finde ich tatsächlich Nature Pur ist Trumpf da in der Richtung. Ne? Und bei den kleineren, wenn man jetzt kleinere kauft, geht man hier hin und nimmt ein Messer, ja, und sticht das hier in der vorletzten Panzerschatulle ein, ja, und teilt die durch einmal direkt. Da der aber so groß ist, bietet sich es hier halt einfach an, das erst im zweiten Schritt zu machen. Okay. Also ist jetzt schon unser Schritt zum Grill zu gehen. Jawohl, jetzt geht's ab an den Grill und ab an den guten Duft und nachher an den guten Geschmack. Okay, machen wir doch. Ja, alles klar. Feuer-Action, ne? Was haben wir hier? Grill- und Planscherplatte, sagst du? Einfach, ganz einfach. Planscher, schön 200 Grad, 250 Grad, kommt nicht auf den Schnaps an. Schön anwärmen und den jetzt als erstes mit der Seite, die wir jetzt hier eingeschnitten haben, einfach auf den Grill. Aha. Und wie du hörst du nichts. Ja. Und weißt du warum? Weil entsprechend der Panzer das natürlich nicht zulässt. Ja. Und jetzt einfach Deckel zu und warten. So lange, bis wir auf die 58 Grad kommen und danach geht es gleich ganz schlimm. Okay, also wir wenden den noch nicht zwischendurch. Doch, einmal gleich wenden, ganz klar. Ne? Und sag ich mal, wenn der dann halt entsprechend schon mal beide Seiten, dann wird der ja so schön rosa. Ja? Wenn der diese Farbe dann entsprechend hat, dann holen wir den nochmal einmal raus, teilen den nochmal, ölen den Planscher dann tatsächlich ein und dann braten wir den nochmal auf die jeweilige Seite an, damit da nochmal ein bisschen Röstaromen rauskommt. Aber das seht ihr später. Genau. Guido, ich habe Fleisch dabei. Jo. Ach, was? Ich dachte, du hast nichts, aber ich sehe, du hast ein bisschen was. Was haben wir denn jetzt hier? Könnte knapp werden. Also wir haben ein paar Flanks hier. Ne? Mhm. Haben wir noch ein schönes Porterhaus. Ja. Und dieses Flank habe ich heute Morgen noch eingelegt in Gin, in Teriyaki-Soße und in mein Cologne Coffee Rub. Yes. Oh. Das riecht man auch dezent, würde ich sagen. Ganz wenn dezent. Um die Ecke also, kommt. Kommt bestimmt gut gleich. Ja, doch, bin ich auch gespannt. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, was ist nochmal Flank und was erwartet uns bei Porterhouse? Also Porterhouse hat man mal gehört, aber was ist das überhaupt für ein Stück? Also das Flank Steak ist aus dem Bauchlappen des Rindes ne? Und beim Porterhouse hast du halt den Bereich aus dem Roast Beef und aus dem Filet und hier ist auch der feine Unterschied zum T-Bone und Porterhouse. Beim Porterhouse ist der Filetanteil deutlich größer. Ja. Der hat eine Mindestvorgabe, ich meine, wenn ich jetzt nicht irre, sind das mindestens 4 cm im Durchmesser müssen sein. Dann darf es sich Porterhouse nennen. Okay. Und ich würde sagen, wir starten. Wir legen los, weil ich krieg langsam ein bisschen Hunger hier. Ja, und es wird schwer. Ach, guck mal hier. Ah, dieses Geräusch. Aber ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Platz, ne? Komm, Platz ausnutzen. Grillfläche hast du ja. Wenn ich was habe, dann Grillfläche. Nehmen wir erstmal die beiden, ne? Okay. Okay. Gut. Dann gibt's ein Branding. Das sieht doch gut aus. Gefällt mir. Worauf ist zu achten bei Flanksteak-Zubereitung?
Du solltest schauen, dass du eine Kerntemperatur hast, 52 Grad. Dann würde ich es rausnehmen oder auch 51 Grad rausnehmen, einpacken, am besten Butcher Paper und vielleicht sogar noch ein bisschen Alufolie, damit die dann noch so gute 8 bis 10 Minuten ruhen können. Dann bleibt auch der Fleischsaft eigentlich im Fleisch. Und es zieht aber auch nochmal so 3 Grad nach, kannst du sagen. Und dann liegst du eigentlich top bei 55, 56 Grad. Schön Medium. Ja. Okay. Und dann lass mal liegen. Sehr schön. Okay. Her mit dem Patienten. Oh, sieht gut aus. Ist ja fast wie Weihnachten. Sogar zum Mitnehmen. Ja. Service bitte. Ja. Ist das jetzt Show oder macht man das so? Also ich mache es ganz gerne so, dass ich fange erst auf der Knochenseite an. Ja. Lass das so eine Minute, zwei stehen. Dann und dann Insta-Foto. Und, genau. Und dann kann sich jeder mal ausprobieren. Manchmal schlagen auch noch Flammen hoch. Ich habe heute gar keinen Flammenmann dabei. Der liegt meistens unten im Grill. Bido, Bido, ja, Entschuldigung. Bido. Also gönnen wir ihm ein, zwei Minuten. Mhm. Und dann schmeißen wir es auf die Seite, machen wir ein Branding aufs Fleisch von allen Seiten und dann ziehen wir es indirekt auf Temperatur. Hier bin ich dann auch so bei 51, 52. Dann passt das. Okay. Weil man muss ja auch den Filetanteil noch beachten. Ne? Weil wenn das unschön wird, dann hast du das ganze Ding eigentlich schon versaut. Dann machen wir gleich weiter. Ja, da sind wir schon ein bisschen Farbe. Temperatur hat er auf jeden Fall genug. Und dann verpassen wir jetzt mal ein schönes Branding. Minute, Minute und dann drehen wir um. Okay. Und die sieht aber nicht so schlecht aus. Und ein schönes Gitter drauf machen. Das Auge ist mit. Richtig. So, jetzt haben wir die 58 Grad noch nicht erreicht, aber man sieht, das Eiweiß tritt hier aus. Ja, ich hole das mal was hier näher ran. Aha. Guido, kannst du einmal den Grill zu machen? Ja, sehr gerne. Ne, so, und jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, weil er hat noch nicht die komplette Kerntemperatur. Einmal hier rein. Das sieht richtig cool aus. Ja, so, einmal von der Seite. Einmal von der. Ja, jetzt holt er den rein. Und ihr seht jetzt hier, ja, er ist hier noch ein bisschen gar. Noch nicht ganz gar. Ja. Ja, und das ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo wir jetzt hingehen. Weil jetzt holen wir uns den Mega Lobsterschwanz. Machst du noch auf? Ja, sehr gerne. Sehr schön. Und jetzt holen wir den noch mal von der Seite, dass der noch mal richtig schön an der Stelle durchgart. Weil dann wird's perfekt. So, jetzt hatten wir es wie lange ungefähr liegen lassen? Ich habe jetzt da gar nicht mehr. Da waren so knapp 10 Minuten. Okay. War sehr saftig. Mhm. Gefällt mir richtig gut. Das ist jetzt die Teriyaki-Version gewesen. Korrekt. Ne? Mhm. Machst du das Tablett mal hier wegnehmen? Danke. Sagen, das sieht doch schon mal pornös aus, oder? Super. Ganz furchtbar. Also duften tut das richtig klasse. Mhm. Dann wollen wir mal. Das ist ein Anblick. Ganz furchtbar. Die armen Leute, die das probieren müssen. Du hast auch schon mal einen Flanksteak geschnitten, ne? Zweimal. Okay. So, Verzehrempfehlung? Verzehrempfehlung. Also ich habe hier noch so ein wunderbares Chimichurri stehen, Leute. Okay. Ich knall mal einfach drauf. Mhm. Und dann kann ich gleich nur noch sagen, Leute. Abfahrt. Hopp, hopp, rinn in den Kopf. Lass mal den Thorsten eigentlich mitprobieren? Oder? Nein, der soll mal sich um seinen Fisch kümmern.
Ich sag mal so, schönen Sonntag, ne? Wart auf mich. Oh, Babe! Hallo Leute, guck mal. Ich hab hier direkt schon so einen Burger. Und? Oh, ich höre nichts. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, du musst gehen. Guten Appetit. Ich würde sagen, ich möchte noch eins. Oh, geil. Ja. Bis demnächst. Cut. Ende. Ihr müsst abschalten. Mal gucken, wer das noch kennt, Leute. Ihr müsst jetzt abschalten, ihr müsst jetzt abschalten. Lecker. Ein Traum, oder? Sehr geil. Und dann Chimichurri ist auch sehr geil. Richtig. Danke. Gut. Das ist noch der Rest von dem Video mit Zimtchef Markus. Schöne Grüße, Markus. Und er sagte mir schon, dass das von Woche zu Woche besser wird im Nachhinein. Das stimmt auch. Ist wirklich der Knaller. Super sehr, lecker. Sehr, sehr geil. Bis gleich. Thorsten, du bist mit dem Lobster da. Sorry, wir sind unverschämt einfach weiter am Essen, weil das muss ja nicht kalt werden. Aber du Leute, musst jetzt leider da nochmal lochen. Ach, guck mal hier, was eine Tragödie. Also der Lobster, der ist jetzt fertig. Ihr seht das, wie gesagt, 58 Grad. Und jetzt geht ihr einfach bei Mittelfinger und versucht hier drunter zu greifen. Und dann holt man das gesamte Fleisch hier entsprechend raus. Seht ihr? Leute, das ist ein Träumchen. Und das ist einfach nur ein Gedicht. So, und den, dieses schöne Stück, holen wir jetzt gleich noch schön mit den Marinaden raus. Alles klar. Perfekt, Leute. Bis gleich. Okay, das ist jetzt das Naturflank. Ja. Also naturbelassen. Machen wir jetzt nur mit ein bisschen Salz. Aber wir haben jetzt ja wirklich direkt hier auf der Hand das Vormarinierte weggezogen. Das war so lecker. Erklär noch mal ganz kurz, grob, wie ist das genau zustande gekommen? Weil es ist sonst ein bisschen untergegangen, weil ich muss das definitiv noch mal nachmachen. Sehr gerne. Also ich habe heute Nacht erstmal einen Liter Wacholder Gin fertig gemacht. Okay. Meine Frau ist ein bisschen rausgegangen, Wacholder gesucht und haben wir die Stille angeschmissen und hab den im Fertig destilliert. Das ist ja schnell gemacht. Ja, heutzutage, schnell gemacht. Ne? Das nenne ich Einsatz extra für euch. Only for you. Nein, Spaß beiseite. Ich hab einen, Hat nicht die Frau gemacht. Nein, also ich auch nicht. Also getürkt. Nein, also Spaß beiseite. Ich habe einen fruchtigen Gin genommen, habe meinen Cologne Coffee Rub und jetzt mache ich natürlich Werbung, die Teriyaki-Soße von der fetten Kuh, nee, von der alten Kuh, Entschuldigung. Von der alten Kuh genommen. Und damit habe ich die mir Marinade angerührt. Ich bin jetzt durch deine Kopf. Redest du jetzt von deiner Frau oder was bedeutet das? Nee, immer noch vom Essen. Ja, bei dir bin ich mir nicht mehr so sicher. Das müssen wir rausschneiden. War auch nicht persönlich gemeint. Nein, er hat damit angefangen. Also, sie hat ja nur Wacholder gesammelt. Okay. Ah, dann habe ich da eine schöne Marinade angerührt. Mit den drei Zutaten und habe dann das Fleisch so für gute zweieinhalb Stunden war es eingelegt heute. Ja. Und die brauchst du aber auch schon, damit du dann das Aroma überhaupt dran bekommst. Aber dafür hat das schon wirklich gut geklappt, weil ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre schon von gestern Abend eingelegt gewesen. Das wäre natürlich optimal, ne? Funktioniert. Das wäre optimal. Ich habe es beim letzten Mal, wo ich es das erste Mal für mich getestet habe, so, da habe ich es tatsächlich 4 Stunden eingelegt. Ja. Natürlich auch schon mega Aroma, muss man ganz ehrlich sagen, ne? So, und bei dem naturgegrillten Flank nehmen wir einfach noch ein bisschen Flockensalz. Das habe ich hier mal mitgebracht. Das ist von Murray bzw. von Sidney & Francis. Sehr, sehr geil. Es ist gar nicht so salzig, wie man sich das manchmal vorstellt. Ich glaube mir mal eine Flocke. Ja, mach mal euch. Ich kenne das so noch nicht. Ganz toll, auch vom Geschmack her. Wirklich eine ganz tolle Geschichte, muss ich sagen. Und das gibt dem Ganzen natürlich mit Salz auch eine schöne Note. Und mehr brauchst du manchmal gar nicht. So schaut's aus. Da geht zwangsläufig ein paar Minuten länger in der Folie, weil wir uns um das andere erst gekümmert haben. Aber absolut noch im Rahmen. Ja, die 2-3 Minuten. Das zieht natürlich nach, ne? Ist ein bisschen, bisschen andere Note als das gerade, aber immer noch gut. Super. Alles schick. So. Ich werde jetzt zum Thorsten gehen. Ja. Der steht da hinten mit dem Lobster. Ich folge dir langsam. Aber langsam. Bis gleich. So, ab zum Thorsten. Schaut mal her. Was hast du denn hier Schönes gebaut? So, hier unser Lobster, den wir gerade schon geteilt haben, ne? Haben wir das Fleisch schön ausgelöst. Hier ein bisschen in schön kleine Häppchen drapiert. Ja. So, und jetzt probier den mal bitte erstmal ganz ohne.
Ja. Hm? Boah, da ist überhaupt nichts dran. Hm? Der schmeckt super. Von der Kruste her, ne? Der kommt richtig schön von der Kruste. Super, oder? Richtig schöne Konsistenz. Und vom Eigengeschmack wahrscheinlich, ja gut, ich habe jetzt noch nie so pure Hummer gegessen. Aber das stelle ich mir auch vor. Lobster. Hummer ist der mit der Schere, Lobster ist der mit dem Schwanz. Auch noch. Ja, also sieht er aus. Aber das ist so schon wirklich richtig, richtig mild, cremig. Weißt du, was wir jetzt machen? Guck mal, hier die schöne Soße. So, guck mal. Da wasch mal hier auf. So, das ist jetzt unsere Cocktailsoße von Das Eden, ist ne? von Walsdorf mit einem Bun von der Burger Bakery. Leute, auf euer Wohl. Mhm. So, ich warte nicht, ich bin zu schnell. Hm? Oh ja. Hm? Mhm. Das ist voll mein Ding. Jetzt schön mit dem Hennessy, ne? Und Cocktailsoße. Hammer, oder? Aber das Bun ist auch nicht verkehrt hier, also der Sub. Absolut, mussten wir halt hier einfach mal teilen, weil bietet sich einfach jetzt beim Lobster halt an. Ne? Du musst jetzt als nächstes aber auf jeden Fall mal noch probieren, das Knoblauchöl, weil das mal vorweg. Ich nehme es mal hier mit dem Löffel eben raus, mach mir mal ein bisschen drauf. Weil Knoblauch, wie ihr wisst, da bin ich voll bei. Oder nicht gespart, das probiere ich mal eben so. Komm. Ich tue es dir mal nach. Mhm. Hm? Mhm. Guido? Sehr gerne. Knoblauch, Olivenöl, hast du gut gemacht. Furchtbar? Ja. Furchtbar gut. Furchtbar lecker. Guido, darf ich dir auch noch mal einen Kredenz? Sehr gerne. Komm ins Bild, Guido. Soll ja nicht langweilig werden, ne? Ich brauche noch was. Der Soße. Dann noch mal reinlutzen. Sorry Leute, das eskaliert hier ein bisschen zwischendurch mit dem Probieren, aber es geht halt nicht anders und da müsst ihr jetzt durch. Wir probieren aber natürlich noch mal angerichtet in vernünftiger Wende, wie ihr es kennt. Wir müssen da ja auch durch. Ja. Lieber Guido, darf ich dir mal einen geben hier mit rein? Danke schön. Knoblauchöl. Wie sagte das schon Deichkin? Leider geil. Leider geil. Leider geil, oder? Mhm. Absolut ein Träumchen, oder? Mhm. Oh. Boah, wie dieser Hennessy da aus der Cocktailsoße rausschießt, ne, am Ende. Das ist ja Knaller, ne? Guck mal, ich mach dir noch einen. Oh, genau. Wir sehen uns gleich wieder. Ihr seht, wir sind nicht mehr am Grill. Das Porterhaus war fertig. Ihr habt ja noch einen Vorn davon gesehen. Jetzt ist es nachgezogen. Wo sind wir jetzt ungefähr? Wir dürfen nur 56, 57 Grad dürft's haben. Perfekt. Wieder wie Weihnachten. Los, pack aus. Oh, oh das ist gut. Ich bin mal weg. Das ist jetzt der Filetpart. Korrekt. Wie sich das schon anhört. Ja Leute, ihr seht schon, mit so einem Porterhaus, da macht ihr nie was falsch mit. Nee, eigentlich nicht. Zack. Ich fange natürlich mit dem Filet an. Ne? Mhm. Weil wenn, dann wollen wir ja schon... Oh, ich hab Angst. Oh Mann. Da braucht man auch nichts zu sagen, das ist einfach so gut. Ich lasse das mal einfach wirken. Ja, lass mal wirken. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht aufs Brett sabber. So, ich würde sagen, das dürfen wir auch erstmal, glaube ich, gleich ein bisschen so schnabulieren. Mhm. Ich möchte euch ein bisschen verwöhnen. Und zwar gönne ich euch jetzt mal ein wenig Lemon Salt. Aha. Das hier? Ja. Das ist deins, ne? Das ist meins, tatsächlich, ja. Mhm. Wo kriegt man das denn? Das kann man sogar kaufen. Bei Joe's Original, leider alles online. Oder warte mal, es gibt es sogar auch bei Amazon und bei eBay. Ja, aha. Ganz interessant. Und dazu kommt noch ein bisschen von meinem Cologne Coffee Rub. Den kann man auch kaufen. Den gibt es allerdings bei One Million Food im Online-Shop.
Und wenn das gleich schmeckt, kommt das sogar als Link unten in die Beschreibung. Genau. Also ja, dann ab in die Kaukammer damit, ne? Du hast das jetzt gerade gemischt, ne? Korrekt. Hm. Ihr findet das in der Beschreibung. Boah, lecker. Kommt gut? Mhm. Danke. Ja, ich mach mal weiter, ne? Weil mach mal weiter. Ja. Das kommt richtig gut. Vor allem so geschmacklich. Völlig was Neues. Cologne Coffee Rub. Ich habe oft mal Schwein mit Kaffee. Ja, dann bei selbst im Mörser kombiniert, aber beim Rind hatte ich es noch nicht. Lecker. Das war der Filet-Part, jetzt kommt der Roast Beef. Im Prinzip ja. Part. Ich versuche den auch sehr dünn zu schneiden. Dann haben wir noch vor, eventuell damit ein paar Subs zu bauen. Kann gut sein, ja. Fisch hast. Ich mach mal. Ich glaube mir noch mal. Ganz furchtbar. Mit Chemie auch noch mal probieren. Ups. Chemie. Ganz furchtbar. Ja. Ich finde das Naschen nach dem Anschneiden total toll. Mhm. Eigentlich braucht man hinterher nichts mehr. Wir bemühen uns euch am Ende noch mal was zu zeigen. Vielleicht bleibt was über. Aber seht ihr dann ja. Also, einfach nur toll, ne? Das werde ich jetzt kosten. Tolle Struktur. Gar passt. Wunderbar. Super Zahl. Schmeckt auch so schon ohne alles Natur. Ja. Nimm trotzdem noch was hier von deinem. Ja, ich bin ja nicht geizig. Ich hole die Gewürzdosen noch mal raus. Aber komm. So, ihr habt gesehen, wir haben jetzt schon ganz viel immer mal wieder zwischendurch fertig gemacht. Direkt probiert heute ist kein klassisches Video, wo wir am Ende das große Probieren machen. Das geht auch in der Konstellation so nicht. Wir bauen jetzt aber noch einmal final mit euch einen Sub und einen Burger. Was nehmen wir dafür? Erstmal einen Sub. Erstmal einen Sub. Ja? Ein bisschen mit Knoblauchöl gestrichen, dann hat es ein bisschen Branding gekriegt vom Grill. Ja. Dann nehme ich jetzt erstmal einen Schlag Chili Cheese. Mhm. Kommt immer gut. Und dann möchte ich ein wenig. Das ist dein selbstgemachter. Das ist mein selbstgemachter Coleslaw. Warum ist der rot? Ja, ich habe rote Farbe reingetan. Mhm. Nein. Hat das auch noch deine Frau gemacht? Boah. Genau, die hat heute Nacht noch rote Farbe gemacht, also Rotkohlfarbe. Oh. Ja, die hat es drauf. Also meine Frau, die hat es drauf immer. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Zu Recht. So, genau. Und dann nehmen wir jetzt einfach was vom Porterhouse hier. Das ist jetzt das Roast Beef davon. Korrekt. Ne? Mhm. Ein bisschen Filet. Soll ja lecker werden. Ne? Es hat Potenzial. Ich glaube auch. Guck mal hier, und dann haben wir noch ein bisschen Flank dazwischen. Muss ja alles verarbeitet werden heute. Ja. Ne? So. Wollt ihr noch was drüber haben? Ich ja. Knoblauch. Knoblauch geht immer. Hört sich schlimmer an, als es ist. Oh. Ich lasse jetzt gerade noch ein bisschen ziehen. Ruhephase. Oh, das sieht schon echt gut kann aus. Kann furchtbar werden. Das ist ein Sandwich nach meinem Gusto. Ich würde auch sagen, das kann sich sehen lassen. Boah, Thorsten, das wird gleich echt problematisch zu probieren. Ich hoffe, du bist gewappnet. Ich hoffe, er ist schnell genug. Auch genial. Also ich freue mich. Liebe Leute, ich habe gehört, hier gibt's was zu essen. Nein, er wieder. Das ist eher gerochen. Komm, greif zu. Nee, komm, immer erst die arbeitende Bevölkerung. Ach, okay, ich nehme es. Ich würde sagen, wir können probieren. Los, kommt her! Juhu! Wir haben jetzt doch noch mal so ein Portpüree zusammengestellt von dem, was wir hier jetzt heute Vormittag, Mittag gebastelt haben. Ihr seht,
die letzten Überreste prähistorisch von dem Porterhaus. Wir haben daraus einen Sub gebastelt, wie ihr gerade gesehen habt. Wir haben einen Burger gebastelt mit Flanksteak. Hier sind noch die Überreste vom Lobster, den mussten wir direkt essen. Eben habt ihr gesehen, das wäre viel zu schade geworden, wenn das kalt wird. Mit unseren drei Toppings gemischt. Und jetzt müssen wir leider, Jungs, noch Sub und Burger probieren. Eine Schaffen Tragödie. Wir das? Eine Tragödie, wir opfern uns, oder? Es könnte Schlimmeres geben. Ich würde sagen, Attacke Pinguin bedient euch. Sehr gerne. Wollen wir nochmal anstoßen. Diesmal beiß ich nicht direkt unhöflich rein. Wie ja, war Lobster. Super. Mega hier. So. Ja, cheers, hör mal. Cheers. Fäustchen. Nicht lang schnacken, Kugel im Nacken. Mhm. Ja. Erstmal alles einsaum. Oh, furchtbar. Der Coleslaw mit dem Chili Cheese. Mega, oder? Richtig gute Mischung. Absolut. Kommt richtig gut, Leute. Absolut Nachmachempfehlung, oder? Auf jeden Fall. Habt ihr gesehen? Wenn wir drei das irgendwie alles hinkriegen, gebastelt zusammen, dann könnt ihr das auch nachmachen. Alles keine große Kunst. Kurz zusammenreißen. Wir müssen jetzt noch den Burger probieren. Sucht euch mal einen Ablageort. Das ist meiner. Gut, du machst dir gerade die Pfoten sauber. Magst du den mal ein bisschen klein schneiden? Mhm. Du hast ja so ein tolles Messer. Das war jetzt hauptsächlich unser Flanksteak Natur, ne? Ja. Schneid mal so Eckchen da irgendwie raus, kleine Kuchenstücke. Ist ja Sonntag. Ist ja Sonntag. Fast Low Carb hier. Definitiv. Oh. Tja, ich würde sagen, so, dann greif zu. Schlag mal zu da. Und nächste Anstoßrunde. Ja. Sieht das schon aus? Furchtbar. Ganz so, furchtbar. Viel Glück. Ja, dann mal rein, ne? In die Cheers. Kammer. Ist das ein sauer, aber lecker. Ein Burger muss Sauereifaktor haben, ne? Ja. Das soll sich auch was gelohnt haben. Absolut der Knaller. Richtig gut. Wir haben euch jetzt lang genug gefoltert mit der ganzen Probiererei. Ihr seht, es kommt super an. Wir werden uns da jetzt auch noch schön fleißig draufstürzen. Nein. Aber ich bin mir ziemlich sicher. In diesem Sinne ist diese Folge, ich muss echt sagen, leider schon vorbei, aber nur vor der Kamera. Hier geht es jetzt gleich noch weiter. Ich glaube, das wird noch lustig. Vielleicht seht ihr ein bisschen was bei Instagram. Apropos Instagram, Barbecue aus Moers, Doc Wahnsinn Barbecue. Link in der Beschreibung, eingeblendet sowieso. Schaut mal vorbei, da geht's richtig ab. Und ansonsten, wie immer, liken, teilen, kommentieren und abonnieren, ganz wichtig in der YouTube-Welt. In diesem Sinne, euer Major plus die zwei. Ciao.